Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schaue mal gerade, kann ich auch sagen, liebe Studierende, ja, kann ich auch sagen, meine Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich zur Tagung Autonomie der Hochschule begrüßen, die im Rahmen der Reihe Zukunft der Universität stattfindet, wobei der Reihentitel ja schon implizit davon ausgeht, dass die Universität eine Zukunft hat, selbst in Nordrhein-Westfalen. Das Thema ist weit gefasst. Für einen Nachmittag zu weit, selbstverständlich. Es wird aber, so ist es mit allen Referenten auch abgesprochen, im engeren Sinne um die Autonomie und Politik der Wissenschaft gehen. Wir schließen dabei, wie Sie gesehen haben, an aktuelle Diskussionen an. Wir wollen dieses Feld in so gedrängter Zeit wie heute Nachmittag nicht durch längere Vorträge oder Referate explorieren, sondern im Rahmen maximal 20-minütiger Statements pointiert zu diskutieren versuchen. Lassen Sie mich dieses Bedingungsfeld zwischen Wissenschaft und anderen institutionellen wie nicht institutionellen Akteuren oder auch anderen Teilsystemen der Gesellschaft vorab in 6 Thesen und einem Wunsch vorab ein wenig öffnen. These 1: Eine Autonomie der Hochschule hat es de facto nie gegeben. Es gab immer ein Netz von bestehenden und zugleich fehlenden Abhängigkeiten, in das die Institution Hochschule und in das auch die Wissenschaft, die Wissenschaften eingebettet waren. Man wird aber nach dem Ende Alteuropas und damit nach dem Ende alteuropäischer Gelehrsamkeit, also nach 1750, sagen können, dass sich mit dem System moderner Disziplinen auch konstitutiv durchsetzt, dass alle in der Wissenschaft erzielten Einsichten zunächst in der Wissenschaft und mit den Mitteln der Wissenschaft aufgenommen, beobachtet werden. Jede moderne Disziplin stellt in diesem Sinne auf Selbstreferenz um, um von ihr aus ihre Informationsverarbeitung zu handhaben. Wenn Sie wollen, ja, in diesem Sinne wäre das genau Autonomie, aber nur in diesem Sinne. Es würde nämlich sagen, dass jede als Wissenschaft gemeinte Kommunikation auch die Sachdimension der Wissenschaft adressiert und danach ihren Regeln beurteilt wird, egal aus welcher Position heraus. Und natürlich gibt es hier Einschluss und Ausschluss, Standards, Sozialisation und vieles andere mehr. These 2: Über Hochschulen, Universitäten ist damit noch gar nichts gesagt. Bereits Wilhelm von Humboldt hat seine Freiheitsvorstellung in der Wissenschaft mit einer Kontrolle der Wissenschaftler durch die staatlichen Behörden in allen institutionellen Fragen, besonders bei Berufungen, verbunden, weil er dem Streit der Kollegen nichts Gutes zutraute. Bis heute lässt sich das bestätigen, Klammer zu. Aber die Politik beginnt ja schon an anderer Stelle, genauer das Politische. Jede dieser wissenschaftlichen Kommunikationen hat ex- oder zumindest implizit immer auch eine politische Dimension. Denn die Wissenschaft handelt in der Wissenschaft politisch. Es geht um die Markierung von Positionen, Einfluss, Reputation, Netzwerke, Stellenbesetzung und so weiter. Schon beim Zusammenstehen zweier Wissenschaftler, ich könnte auch sagen Wissenschaftlerinnen, ist Politik hochaktiv. Dies lässt uns an die grundlegende Einsicht erinnern, dass eine und dieselbe Mitteilung von ganz unterschiedlichen Systemen und Akteuren ganz unterschiedlich gelesen und als Information verwertet werden kann. In diesem Sinne adressiert die Wissenschaft immer auch potenziell alle anderen gesellschaftlichen Teilsysteme. These 3: Damit adressiert jede, ich betone jede, wissenschaftliche Aussage auch die Politik als gesellschaftliches Teilsystem. Man will in der Politik etwas über die sogenannten Grand Challenges sagen oder erfahren, um im selben Augenblick dieses Gehörte auch politisch für den eigenen Zusammenhang einzuordnen. Zugleich erfüllt der Bezug auf ein anderes Teilsystem der Gesellschaft, also hier etwa die Wissenschaft, oft auch eine Legitimationsfunktion. Im Rekurs auf die vermeintlichen Ergebnisse anderer Bereiche wird Sachgerechtheit festgestellt, ja eine Validierung von Meinungen als sachgerecht benötigt, die man nur etwa von der Wissenschaft zu holen versucht. In diesem Sinne kann man sagen, dass sowohl wissenschaftliche als auch politische Kommunikationen auf allen Seiten für die jeweilige Sachdimension und für die jeweilige politische Positionsname genutzt werden. Sie sind das jeweils andere, wenn Sie so wollen, erlauben Sie mir diesen Ausdruck, das dritte Element im politischen Gefüge, das es erlaubt, sowohl zu handeln und in diesem Handeln zugleich Kräfteverhältnisse zu verschieben. These 4:
Eine neue Dimension erhalten solche wechselseitigen Beobachtungen, wenn Wissenschaft die Wissenschaftspolitik als Wissenschaftspolitik adressiert und damit zugleich wissenschaftspolitisch agiert. Man versucht dann über die Einnahme einer höheren Beobachterebene das politische Feld in seiner Interdependenz mit anderen Hinsichten oder Teilsystemen der Gesellschaft zu bewerten, also ein jeweils Drittes einzuführen und sagt beispielsweise, dass diese und genau diese Politik sich auf die Wirtschaft schädigend auswirkt. Im selben Maße nimmt die Politik dann eine Beobachterposition ein, wenn sie die Wissenschaft als Ganze adressiert. In der Regel tut sie dies entweder, um auf ihre eigenen wissenschaftspolitischen Erfolge zu verweisen, ich entschuldige mich hierfür bei der Landesregierung, oder aber um festzustellen, dass diese Wissenschaft einfach noch zu wenig brauchbare Ergebnisse liefere. Brauchbar heißt in dem Sinne auch, dass diese Ergebnisse in Entscheidungswissen und dann in politisches Handeln umgesetzt werden können. Die Wissenschaft solle mithin die Politik ändern, und zwar ihre eigene Politik ändern. Die Politik der Wissenschaft durch und im Rahmen des Wissenschaftssystems ändern, dies kann aber das System nur in Ansätzen, weil ein solcher Grad an Steuerung in einem solch komplexen Gefüge, das unablässig Millionen oder Milliarden von Kommunikationen, Ergebnissen und Anschlüssen erzeugt, nicht möglich ist. Weil das nicht geht, versucht Politik über die Veränderung der Institutionen und des Gesamtsystems ihr Begehren zu erfüllen. Rechtsverbindliche Rahmen, finanzielle Zuwendungen, strukturelle Differenzierung oder Clusterung, die den Zuschnitt des Hochschulsystems verändern, Förderprogrammatiken und Fördersysteme, Sie alle kennen das. Und zugleich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, das Fehlen solcher Instrumente und die Verknappung von Zuwendungen. Dies hat in der Tat dann auch wiederum Auswirkungen auf die Wissenschaften, aber so, dass die Effekte in der Veränderung eines so komplexen Systems multipel bezieh und daher nur schwer einschätzbar und kontrollierbar geraten. Und dies gibt wiederum Gelegenheit zur Thematisierung von Wissenschaftspolitik in der Politik selbst, etwa im Parteiengefüge. These 5. In den letzten Dezennien hat sich das Experten-Laien-Verhältnis vielfältig gestaltet und wir bewegen uns in einem Kräftefeld, das extrem divers und dispers geworden ist. Dieses Kräftefeld gilt es im Zusammenspiel von Professionalisierung, Institutionen, zivilgesellschaftlichen Akteuren, informierten Laien und so weiter im Kontext geänderter Medienbedingungen grundlegend zu erörtern. Es ist ein Widerspiel von Autonomie und Heteronomie, unterschiedlichen Beobachtungshinsichten, die auf unterschiedliche Interessen und Agenda zurückgehen. Man kann daher in keiner Weise von der Autonomie eines Bereiches sprechen. Es gibt mehr oder weniger relative Selbstständigkeiten, die rechtlich kodifiziert sein mögen, aber zugleich durch neue Abhängigkeiten gerahmt sind und neue Allianzen hervorgebracht haben. Die fachaufsichtsbezogene Autonomie der Hochschulen und die begrenzte Budgetautonomie haben, wie motiviert auch immer, eine Steigerung des internationalen Wettbewerbs und die damit verbundene neue Allokation von Mitteln nach sich gezogen, die wiederum neue kooperative Muster strukturbildend in die Universität haben einziehen lassen, neue Governance-Notwendigkeiten, neue Großverbünde und so weiter. Also ein nur schwer analysierbares Geflecht von Freiheit und Abhängigkeit, Außenbeobachtung und Zugehörigkeit. These 6, kurz. Nahezu jeder dieser Akteure im Kräftefeld ruft gern zur Durchsetzung seiner je eigenen Ansprüche immer die Allgemeinheit, meist heißt sie übrigens die Gesellschaft, an. Es geht stets um gesellschaftliche Notwendigkeiten. Die Stimme, die dann spricht, ist selbstverständlich die Stimme öffentlich legitimierter Meinung. Dies schon deswegen, weil sie in der Öffentlichkeit spricht und für die Öffentlichkeit, also vermeintlich die Gesellschaft zu sprechen vorgibt. Eines der beliebtesten Argumente ist dabei, dass andere, eben nicht das eigene Teilsystem, als das Gegenüber der Gesellschaft darzustellen und einzufordern, es solle nicht abseits stehen, sondern sich bitte um die Lösung kohärenter gesellschaftlicher Fragen kümmern. Wunsch zum Schluss, es wäre schön, wenn es uns heute gelänge, solche Prozesse nur schwer auflösbarer Komplexität so hin und her zu wenden, dass es zumindest produktive Missverständnisse gibt. Und damit ist die Tagung eröffnet. Vielen Dank. Thank you.